Auf der kostenlosen Lernplattform der Propatris GmbH, wer weiß was net, so heißt sie, dort wird ein Kurs Access für Fortgeschrittene Version 2007 angeboten. Man kann sich dort als Gast ohne irgendwelche Registrierung anmelden. Ich zeige das mal, klicke auf Access 2007. Ich könnte mich hier anmelden, aber das geht auch als Gast, dann braucht man also keine Zugangsdaten eingeben. Und dort sieht man die Themen des Kurses, beginnend mit, was ist der ECDL Advanced, der europäische Computerführerschein für Fortgeschrittene. Darunter kann man dann den Lernzielplan abrufen. Dort ist dann im Detail beschrieben, was Gegenstand dieses Kurses ist, was sind die Ziele, was sind Fertigkeiten und Kenntnisse, die man da erwerben soll. Ich gehe zurück. Es gibt da noch eine Leseprobe zum Access-Kompendium. Dort wird ein vollständiges Kapitel als PDF-Datei bereitgestellt. Und was auch interessant ist für Anwender, die ältere Versionen von Access kennen, zum Beispiel die Version 2003, die können mit diesem interaktiven Befehlsreferenzhandbuch den Umstieg erleichtern, weil die neue Darstellung als Multifunktionsleiste bzw. Menüband, die ist doch ganz anders als die bisher bekannten Menüs und das hier erleichtert den Umstieg. Unter diesem interaktiven Befehlsreferenzhandbuch gibt es die Übungsdateien zu diesem Kurs, die stehen in einem Ordner und man kann die herunterladen. Wir sehen ab dem dritten Kapitel, da steht dann AM531, da gibt es dann auch was zum Herunterladen. In den ersten Kapiteln, da wird nur etwas besprochen und da braucht man keine großen Übungsdatenbestände. Alle Videos, die dann hier in diesen 6 Abschnitten zu finden sind, die findet man auch nochmal gesammelt hier in dem Ordner Videos. Der Kern des Ganzen, das sind diese 6 Abschnitte mit Videos und Verknüpfungen mit verfügbaren Informationen, die hilfreich sind, wenn man sich fortgeschrittene Dinge zur Datenbank Access aneignen will. Ich wähle hier exemplarisch mal das erste Kapitel aus und wir sehen hier die Erläuterung zu den Tabellen, zu den Datenfeldern und zu den Relationen. Hier im oberen Teil, da ist das, was die Hersteller, in diesem Fall ist das Microsoft anbieten, genannt, eine Einführung zu Datentypen und Feldeigenschaften. Wenn man darauf klickt, habe ich gerade getan, dann kommt man hier auf der Webseite von Microsoft an und dort wird das im Internet bereitgestellt, was man früher in dicken Handbüchern gefunden hat. Das heißt, es gibt Erklärungen, es gibt Screenshots, also Bildaufnahmen, wo dann erläutert wird, was bei den Feldangaben, bei den Feldern eingestellt werden kann. Mit der Schaltfläche zurück sind wir wieder auf der Lernplattform. Dort gibt es dann Videos. Ich nehme mal eines exemplarisch vor. Das ist hier die Einrichtung von Nachschlagelistenfeldern. Wenn ich da auf Video klicke und klicke auf die Schaltfläche, dann wird das Video gleich ablaufen. Ich habe hier dieses Video angehalten, kann man sich ja selbst anhören, wenn man möchte. Sie sehen hier komplett die Schritte abgebildet, die beim Einrichten von Nachschlagefeldern durchzuführen sind. Das ist natürlich bei allen anderen Aufgaben, die hier zu bewältigen sind, genauso. Man sieht, was im klassischen Seminar der Referent vorne vorführen würde und mit dem Beamer an die Wand projiziert, damit die Kursteilnehmer das sehen und dann selbst erstmal nachvollziehen können und im nächsten Schritt dann auch auf eigene Datentabellen bzw. eigene Datenbanken anwenden können. Das Video braucht jetzt nicht weiter abzulaufen, Sie können sich das selbst anschauen. Ich klicke dann mal auf die Schaltfläche zurück und bin dann hier wieder in der Übersicht zum ersten Abschnitt. Bei anderen
Punkten hier zum Lernzielplan. Da finden Sie außer den Videos auch noch weitere Quellen, die verlinkt sind. Die Wikipedia, wenn es darum geht, die verschiedenen Beziehungen zwischen den Tabellen zu erläutern. Da ist die Wikipedia sicherlich eine gute Wahl, um für den Einstieg die Informationen zu bekommen. Es gibt aber dann auch noch weiterführende Beispiele auf anderen Plattformen, wo dann zum Beispiel auch im Englischsprachigen solche Fallbeispiele sehr gut erläutert sind, wie ein sogenanntes Self-Join durchgeführt wird mit gut dargestellten Fallbeispielen.